Beim 1. FC Saarbrücken, der heute gegen Reutlingen ran muss, gab es unter der Woche so ein bisschen medialen Gegenwind gegen den Trainer Didier Philipp. Der musste unter anderem akzeptieren, dass da spekuliert wurde über seinen Job, das heißt über seinen Trainerjob. Den einen oder anderen kennen Sie. Mario Basler beispielsweise wurde da ins Gespräch gebracht. Aber dann gab es das Veto vom Präsidenten Hartmut Ostermann, der gesagt hat, Schluss, aus, Didier Philipp bleibt in dieser Saison und auch in der nächsten der Trainer des 1. FC Saarbrücken. Heute kann er dafür sorgen, dass diese Diskussion obsolet geführt wird, indem er nämlich den ersten Heimsieg mit dem 1. FC Saarbrücken nach der Winterpause einfahren kann. Und wir kommen zum 1. FC Saarbrücken. Tja, der möchte auch unbedingt einen Dreier. Es ist nämlich schon lange her. Im letzten Jahr war das erst, als man zum letzten Mal in einem Punktspiel einen Sieg landen konnte. Und die letzten zwei Spiele gingen nur mit einem Punkt aus für den 1. FC Saarbrücken. Die Mannschaft kommt einfach nicht so richtig dazu, endlich mal wieder richtig gut zu spielen und einen Sieg davon zu tragen. Heute ging es im Spiel gegen Reutlingen darum, dass Mustafa Hatschi endlich mal wieder eine richtig gute Partie spielt. Das ist ja der Kreativspieler des 1. FC Saarbrücken, der die Mannschaft nach vorne treibt und der auch für Tore sorgen kann. Ob das heute gelungen ist im Ludwigspark gegen Reutlingen, sagt Ihnen jetzt Karl-Heinz Ruland. Hartmut Ostermann, der Präsident des 1. FC Saarbrücken, stellte sich heute noch mal demonstrativ an die Seite der Trainer. In dieser Woche hat er ja gesagt, Didier Philipp bleibt unser Trainer für diese Saison und wahrscheinlich auch für die nächste Runde. Alles klar? Rein in dieses Spiel, das erste Spiel im Jahre 2007 im Saarbrücker Ludwigspark in der Regionalliga. Für Spannung war gesorgt und die kleinen und großen Fans standen zu ihrer Mannschaft, zu ihrer blau-schwarzen Truppe. Allerdings Reutlingen, die Mannschaft, die ja weit vor Saarbrücken steht, bestimmte die Anfangsphase. Alexis Genet mit einem Fehler und Reutlingen mit der ersten Möglichkeit. Andreas Rill und in der Mitte Markus Unger, der 24-Jährige, wie versteinert. Didier Philipp, der Saarbrücker Trainer, heute im feinen Zwirn. Aber das wäre was gewesen. Hier das Führungstor für Reutlingen und dies nach 3 Minuten. Riesenchance. Die mitgereisten Fans natürlich mit diesem Auftakt zufrieden. Saarbrücken wirkte unkontrolliert, wirkte gehemmt. Im Tor der Reutlinger Errol Sabanov. Er hat ja Ludwigspark-Erfahrung. Der 31-Jährige spielte 3 Jahre bis 2005 beim 1. FC Saarbrücken, ging dann nach Aalen. Und wie gesagt, Mustafa Hatschi wieder dabei, im Oberschenkel fett gespritzt, unten mit neuen Schuhen. Das muss doch was werden beim Spielgestalter des 1. FCS. Die Mannschaft allerdings tat sich, wie gesagt, in der Anfangsphase schwer. Hatschi, schön gespielt. Jonathan Scheguer, Taifur Diane, Abseitsposition von Hatschi. Also zumindest mal der erste gute Angriff des 1. FC Saarbrücken. Schiedsrichter Hofmann hatte das genau gesehen. Kleiner Klaps, es ging weiter. Und die Reutlinger mit dem nächsten Höhepunkt. Das ist Ünal Demirkiran. Hoppla, was macht denn der mit der Kugel da? Also ein kleines Kunststückchen. Das wollen wir doch noch mal sehen, wie das zustande gekommen ist. Hier, aufgepasst. Erstliga-Aktion in der Fußballregionalliga vom Türken, dem 27-jährigen Peter Staatsmann, der Trainer der Reutlinger, mit seiner Truppe und diesem Auftakt zufrieden. Saarbrücken in den ersten 20 Minuten kaum zu sehen. Hier mal, Jonathan Scheguer, schnell, aber genauso schnell Errol Sabanov, der die Nummer 1 geworden ist vor Marco Langner in seinem dritten Spiel für Reutlingen. Auch das halb so schlimm. Nach 7 Minuten die erste Möglichkeit und auch hier ein kleiner Klaps. Dann wieder Reutlingen. Immer mit dem gleichen Mann, immer mit Demirkiran, dem 27-jährigen Türken. Hier ein Foul, klare Sache. Da zeigte Mustafa Hatschi an, das war eine Schwalbe. Aber ich glaube, wenn Hatschi das sieht hier, wie Alexis Genet da zur Sache geht, dann weiß er, die Entscheidung war in Ordnung. Gefährliche Situation, aber Enver Marina ist da. Der Schlussmann des 1. FC Saarbrücken, gerade 29 Jahre alt, der Albaner aus der Konkursmasse des FC Kutzhof zum 1. FC Saarbrücken gekommen. Und der 1. FC Saarbrücken mit der nächsten guten Möglichkeit. Mustafa Hatschi, da wäre ein Querpass die bessere Lösung gewesen. Und das wusste auch er, der tritt ans Gehäuse.
Die Fans, so sind sie eben, plötzlich wieder mit der Mannschaft zufrieden, weil die Truppe, weil die Blau-Schwarzen auch jetzt wieder besser spielten. Mansur Asumani auf Marco Gebhardt und kapitaler Fehler, ausgenutzt von Jonathan Scheguer, das Führungstor, das 1:0 nach 36 Minuten. Das wollen wir uns noch mal anschauen. Hier, Marco Gebhardt mit dem Pass in die Schnittstelle. Aber ein kapitaler Fehler von Michael Urban, dem 23-Jährigen. Und was für den Schlussmann, für Errol Sabanov, noch schlimmer war, er wurde hier getunnelt. Das sieht man hier noch einmal. Das Führungstor für den ersten FCS, 10. Saisontor für Scheguer und Sabanov zur Pause gefrustet. Zweiter Durchgang, Sabanov. Achtung, der hat ja früher in Saarbrücken gespielt, 47. Minute, direkt auf den Kopf von Taifu Diane, der direkt auf Jonathan Scheguer und schwuppdiwupp das 2:0 nach 47 Minuten. So ist das im Fußball. Da kommt Mustafa Hatschi aus dem passiven Abseits heraus. Jonathan Scheguer nimmt das Ding mit dem linken Fuß. Volle Kanne. Keine Abwehrchance für Errol Sabanov, der sich streckt und reckt. Das 2:0, das zweite Tor von Jonathan Scheguer vom 1. FC Saarbrücken, der 28-Jährige. Jetzt spielt nur noch eine Mannschaft. Halle! Und klasse Aktion von Errol Sabanov. Saarbrücken in der Vorwärtsbewegung. Das Team wollte mehr. Und noch einmal ein Fehlpass. Und Mustafa Hatschi auf Jonathan Scheguer. Nein, das ist nicht die Szene vom 2:0, das ist das 3:0. Fast identisch. Die Ausgangssituation beim Abschluss von Jonathan Scheguer. 63. Spielminute. Sein drittes Tor in dieser Partie, ein Hattrick. Und das 12. Saisontor, er machte also heute das Dutzend voll, hat aufgeschlossen mit den beiden Spitzenreitern, auch mit Meier Saklik, der in Pirmasens wieder spielen kann. Natürlich wurde er gefeiert, nicht nur von den Fans. Und natürlich hatte sich Errol Sabanov diese Rückkehr ins Ludwigsparkstadion ganz anders vorgestellt. Saarbrücken wollte noch ein bisschen mehr. Wieder Jonathan Scheguer. Allerdings diesmal klappt es nicht mit dem Lupfer. Vielleicht wäre das vierte Tor auch für ihn ein bisschen zu viel gewesen. Er mit einer klasse Leistung heute. Dann Clément Allais mit diesem Einwurf. Mustafa Hatschi. Saarbrücken fast im Einbahnstraßenfußball. Dann Guillaume Deschamps, der eingewechselt worden war. Marco Gebhardt. Sieht, schaut, findet Mustafa Hatschi mit der Brust, mit dem Fuß. 4:0 für den ersten FCS. Mustafa Hatschi, sein viertes Tor für die Saarbrücker. Der 35-jährige frühere Superstar. Heute wurde er geherzt. Verständlich, nach dieser Aktion. Schauen Sie sich das noch einmal an. Wie er den Ball mit der Brust mitnimmt. Er ist ja ein super Techniker. Und dann einmal abtropfen lassen und dann direkt dorthin, wo es wehtut, auch bei Errol Sabanov, das 4:0 für den ersten FC Saarbrücken. Eine klasse Leistung des Gastgebers in diesem zweiten Durchgang, nachdem man sich in den ersten Minuten ein bisschen schwer getan hat. Und die Fans feierten natürlich Scheguer und Hatschi, die Torschützen. Und Didier Philippe, der feine Zwirn, hat sich heute gelohnt. Zum ersten Mal kam er also ohne Trainingsjacke hier auf den Court. Und so sind die Fans. Plötzlich gewinnt die Mannschaft wieder. Und da stehen sie dahinter, sind plötzlich wieder blau-schwarze. 4:0. Der erste FC Saarbrücken gewinnt also klar. Und heute konnte man im Ludwigsparkstadion die Trikolore wieder zeigen. Also die französische Fahne. Klar. Egal, wer es war, ob Franzose oder Deutscher, heute wurde gefeiert. Und am Ende gab es so etwas wie einen Schulterschluss zwischen der Mannschaft und den Fans. Man kann den Fans nur zurufen, die Mannschaft braucht euch. Und die Spieler werden dann auch vielleicht in Zukunft ihre Leistung bringen. Vielleicht eine Erlösung aus der Sicht des ersten FCS. Der Torschütze. Ich bin froh, dass wir gewonnen haben. Wir haben
nicht so gut gestartet. Wir sind nicht so gut gestartet in das Jahr 2007. Aber heute freue ich mich natürlich über die drei Tore und der Sieg, der gehört natürlich der Mannschaft und den Fans. Der erste FC Saarbrücken, wenn er mal gewinnt, gewinnt er hoch. Der letzte Sieg gegen Ingolstadt, das war im November am 25. heute 4:0. Und Matchwinner natürlich Jonathan Jecker. Weiter mit Daniel. Tja, Glückwunsch, erster FC Saarbrücken, kann man da nur sagen. Das war ein ordentliches Pfund. Und jetzt sind wir runter verschaltet quasi sozusagen mit dem Trainer Didier Philipp. Herr Philipp, das war natürlich ein deutliches Zeichen in Richtung Trainer, damit diese Diskussion erst gar nicht mehr aufkommt, oder? Ja, das ist nicht mein Problem. Ich habe die ganze Woche gearbeitet, wie jeden Tag. Und wir haben das Spiel vorbereitet. Wir wollten unbedingt heute gewinnen und wir haben auch schwer, diese ganze Woche haben wir schwer gekämpft für diesen Sieg. Und das war für mich dann egal, was da Gerüchte gibt. Es ist immer schön, wenn ein Stürmer trifft und heute hat er gleich dreimal getroffen, Jonathan Jecker. Wie wichtig ist Ihnen das, dass die Stürmer vorne endlich mal wieder treffen? Ja, ich hätte lieber, dass er jetzt vielleicht nicht drei Tore heute geschossen hätte, aber vielleicht auch letzte Woche eins oder in München eins. Ich weiß auch, dass Jonathan große Fähigkeiten hat, dass er mit links schießen kann. Das hat er heute gezeigt, dass er sehr schnell ist. Das ist von seinen Fähigkeiten ist das ein Erstligaspieler und da muss er auch mental zulegen, dass er öfters trifft. Wie nah war denn Ihr Team jetzt schon an seiner Leistungsgrenze, wenn Sie das mal prozentual so ein bisschen beziffern würden? Ja, das kann man nicht so kalkulieren. Die Mannschaft hat heute Gas gegeben, auch für kein Tor zu kassieren. Das war auch die erste Aufgabe, hinten zu Null zu spielen. Das hat Enver Marina auch sehr gut getan und die ganze Abwehr war heute auch ab die 20. Minute richtig drin. Da muss man noch weiter in diese Richtung arbeiten. Das ist eine Leistung von einer ganzen Mannschaft. Wenn wir 4:0 gewinnen, haben auch die Verteidiger mitgemacht. Die haben auch nach vorne gespielt, gute Pässe geschlagen. Das haben wir heute von Marco Gebhardt gesehen, dass er als Mittelfeld am Anfang den Pass für Jonathan in die Tiefe gibt und dann auch als linker Verteidiger den Pass auf Mustafa Hadji. Und das ist die Leistung von den Spielern. Und ich warte sehr viel von diesen Leuten, weil sie auch sehr viel Erfahrung haben. Und deswegen war es heute von uns ein gutes Spiel. Aber ich glaube schon, dass wir das öfters machen müssen, schon nächste Samstag. Schon in Pirmasens. Trotzdem noch mal zurück auf diese Diskussion unter der Woche, diese leidige. Wie sehr geht einem das so ein bisschen nah? Jetzt mal ehrlich, wenn da über mögliche Nachfolger spekuliert wird. Ja, das Geschäft ist so. Ich bin schon 30 Jahre da drin fast. Also ich habe mit 15 Jahren angefangen im Profibereich, als Fußballer schon. Als Spieler ist man schon unter Druck. Dann kommt immer ein Name von einem anderen Stürmer und da muss man mit leben. Und Trainer ist genau dasselbe. Das sind so gute Trainer auch, wo im Moment keinen Verein haben. Und es gibt immer Wahl. Das ist aber eine Entscheidung vom Präsidenten und vom Verein. Aber ich glaube, dass die Gerüchte von außen kommen, nicht und nicht von intern. Und das ist auch für mich wichtig. Der Präsident steht in meinem Rücken. Und das ist für einen Trainer also so wichtig auch, dass er auch merkt, dass der Präsident hinten dran ist. Nächste Woche geht es auswärts, glaube ich, beim FK Pirmasens. Ist der erste FC Saarbrücken dann quasi in der Lage, mit einer kleinen Serie sich Luft zu verschaffen im Abstiegskampf? Wie wichtig ist es, gegen Pirmasens zu gewinnen? Das weiß jeder Spieler, das wissen wir auch alle, dass Pirmasens ein Derby. Glaube ich, muss ich an meine Franzosen auch ein bisschen die Geschichte und historische bisschen sprechen diese Woche. Wo liegt Pirmasens? Weil ich glaube, einige wissen das gar nicht. Aber die werden das ganz schnell erfahren, dass das ein besonderes Spiel wird. Da wird gekämpft, die werden uns da nicht als Verlierer sich präsentieren, die werden da richtig Gas geben, da muss man sich vorbereiten. Ich weiß nur, dass wir auch ein 6:0 mal gegen Ingolstadt gespielt haben. Die Woche drauf sind wir nach Darmstadt gegangen und 4:0 verloren. Das muss nicht mehr passieren, das ist verboten. Wir hoffen, dass der erste FC Saarbrücken jetzt eine Serie starten kann. Vielen Dank, Didier Philipp. Danke. Und wir schauen auf die Ergebnisse dieses Spieltages. Hier sind sie im Überblick. Bayern Münchens Zweiter gegen Sportfreunde Siegen 0:1. 1. FC Kaiserslautern 2 gegen den KSV Hessen Kassel 0:1. Ingolstadt Wehen 0:2.
SV Darmstadt 98 gegen Stuttgarter Kickers 1:3, Pfullendorf Pirmasens 2:0. Der nächste Gegner also von Saarbrücken unterliegt. Saarbrücken dann zu Hause 4:0 Sieger gegen Reutlingen. Aalen schlägt Elversberg mit 1:0. Karlsruhe schlägt Hoffenheim mit 1:0. Da haben wir Bilder von. Schauen wir uns das gerade an. Das Tor des Tages durch Thorsten Borg in der 41. Minute. Das heißt, der Tabellenführer unterliegt in Karlsruhe. Schnell ein Blick auf die Tabelle, nachdem wir hier die Zeitlupe gesehen haben. Der SVW marschiert in Richtung zweite Liga, genauso wie die TSG Hoffenheim. Trotz dieses Patzers heute mit 43 Punkten. Dann Stuttgart, Stuttgarter Kickers, Sportfreunde Siegen, Reutlingen, Kassel, Bayern München und Ingolstadt. Zweite Tabellenhälfte beginnt mit Saarbrücken, 30 Punkte jetzt. Elversberg auf Rang 13 mit 28. Dann auf den Abstiegsplätzen Münchens zweite, Darmstadt, Pirmasens und Kaiserslautern.